Hallo zu unserem lang ersehnten Interview mit Katharina, der ja, ehemaligen Freundin von Rebecca Reusch. Das Video ist hier eine Zusammenarbeit mit Bernies Nachtcafé, der hier das komplette Equipment zur Verfügung gestellt hat. Und erstmal danke an Bernie. Sein Kanal ist unten für euch verlinkt. Da könnt ihr gerne mal als kleines Dankeschön vorbeischauen und ein Abo dalassen. Der macht auch mal tolle Livestreams zum Thema Rebecca Reusch. Und wir werden heute mit Katharina so ein bisschen auch die Hintergründe besprechen. Und ich wünsche euch dabei viel Spaß. Katharina, wann hast du denn Rebecca das erste Mal kennengelernt? Also das erste Mal habe ich Rebecca kennengelernt im Konfirmationsunterricht. Also Konfirmationsunterricht ist halt ähnlich wie Kommunion. Kommunion ist katholisch. Du steigst halt in die Kirche ein. Ich kann das schwer erklären, was so Konfirmation ist. Also du lernst halt. Wie alt wart ihr da? Sie war 13. Also ich glaube gerade 13 geworden und ich auch erst gerade 13. Nee, sie war 12, fast 13. Genau. Und da habe ich sie das erste Mal gesehen. Am Anfang war ich erstmal mit so anderen Mädchen so enger. Aber dann Ende des Jahres 2016 war dann so, dass sie auf mich zukam, dass sie so den Kontakt gesucht hat. Ja, und dann haben wir angefangen, uns vor dem Konfirmationsunterricht schon eine Stunde davor zu treffen, weil sie damals in dem Café in der Kirche Praktikum gemacht hat. Es war so ein kleines Praktikum von ihrer Schule. Und dann hat sie gesagt, komm mal schon mal, ist bald Praktikum zu Ende, dann habe ich noch ein bisschen Zeit, können wir draußen, da gab es so einen kleinen Spielplatz bei der Kirche, neben ein bisschen so chillen, TikToks machen, haben wir auch immer TikToks gemacht. Also Rebecca mochte das sehr, TikToks zu machen und Bilder. Die haben wir öfters zusammen gemacht. Ja, genau so war das, so wie ich Rebecca dann dadurch kennengelernt habe. Wie lange wart ihr insgesamt befreundet? Kann man von einer richtigen Freundschaft reden oder war es eher eine Bekanntschaft oder? Doch, es war schon eine Freundschaft. Es war jetzt nicht so beste Freunde, so es war einfach eine Freundin. Und das war so ungefähr 1,5 Jahre. Man kannte sich ja schon im August, aber so enger wurde es ja erst Ende des Jahres. Und also waren dann so 1,5 Jahre befreundet, denke ich. Okay, Ja. und ich glaube, hat es mal gesagt am Telefon in der Sendung, dass 8 Monate vor dem Ja. Verschwinden von Rebecca eigentlich die Freundschaft nicht mehr da war. Ja. Genau, weil Konfirmation, wo dann gefeiert wurde, dass wir jetzt konfirmiert sind, war Ende Mai 2018. Da gibt es ja auch diese Bilder von Rebecca. Dann ist auch der Kontakt auseinandergegangen. Einerseits, da komme ich später noch dazu, wegen der Mutter. Und andererseits, weil einfach, es war zu Ende konfirmiert. Man hatte jetzt nicht mehr so etwas, wo man halt sich getroffen hat und dann das verbinden konnte. Natürlich haben wir uns auch in der Freizeit getroffen, also mal sie bei mir und ich. Aber es ist halt durch diese kleinen Streits, die dann immer entstanden sind, dann die Mutter, die sich da eingemischt hat und dann das Ende vom Konfirmationsunterricht, wo dann halt das Kontaktende war. Also einfach darin gelaufen, so ist es. In welchen Situationen hat sich denn die Mutter da eingemischt? Das waren halt so ganz kleine Zickenstreit, sage ich mal ehrlich, wo man halt so als Mädchen vor allem so, ich weiß nicht mehr, was das Thema war, ich glaube auch Missverständnisse oder Eifersucht doch manchmal. Rebecca hat zum Beispiel öfters sich mit Freunden von mir angefreundet aus meiner Schule. Sie wollte immer mit den Leuten, denen ich befreundet habe, Kontakt haben und das fand ich halt nicht immer cool. Also ich fand das halt so, ich wollte sie halt eher, dass ich sie mit ihr befreundet, aber nicht alle so meine Freunde, so dass die. Und da gab es dann halt auch öfters Streit und das halt ein bisschen schief vielleicht dann gelaufen ist. Ich weiß nicht mehr genau, was da passiert ist. Das ist ja 2018 Anfang gewesen, Ende 17, wo die Streits dann waren. Und da hat die Mutter dann, ist ans Handy gegangen von Rebecca und hat dann Audios geschickt, so wie, das war das erste Mal, ja, wenn du jetzt nicht aufhörst oder wenn ihr euch nicht klärt, dann komme ich zu dir nach Hause und dann mit deinen Eltern, weil sie wohnt ja eine Straße entfernt. Sie hat auch bestimmt andere Drohungen genannt, die ich jetzt, aber das ist mir jetzt im Kopf geblieben. Ja gut, ich denke, die Mutter sollte jetzt nicht das eigentliche Thema sein, ne? Ja, Wir wollen genau. jetzt hier niemanden schlecht Nee, reden oder das so, wollte das ich ist halt. wichtig. Also ich will auf jeden Fall die Eltern nicht schlecht reden. Nur das war halt so eine Sache, die
auch zum Ende geführt hat der Freundschaft, dass ich halt keinen Bock mehr hatte von der Mutter Audios zu bekommen. Na ja gut, das, Frau Reusch wird sicherlich nicht die Ausnahme der Mütter sein, die da irgendwie ein bisschen dazwischen geht und vielleicht sollte man das nicht zu hoch hängen. Ich reiche mal das Mikrofon an der Wunschi weiter. Dankeschön. Ich hätte eine Frage, die mich sehr interessieren würde. Wie hat Rebecca auf dich als junges Mädchen gewirkt? War sie traurig oder war sie vielleicht aufgeweckt? Weil sie hat ja sehr viel TikTok und Instagram gemacht und da war sie ja eigentlich wirkte sie sehr lebendig und quirlig, aber du hattest mir jetzt im Vorgespräch so ein bisschen gesagt, irgendwas war da komisch und das war ja auch in der RTL Plus Doku so ein bisschen Thema. Vielleicht kannst du da was zu sagen. Also Rebecca hat von außen sehr aufgeweckt gewirkt. Sie wollte immer im Mittelpunkt, sag ich mal, stehen. Wir waren mal auf Konferfahrt, da hatte sie immer die große Klappe so, hat so angeführt alles, so wir machen jetzt das, weil wir waren so im Bungalow zusammen, alle Mädchen. Also da hat sie wirklich schon, und sie war erwachsen, für ihr Alter hat sie schon sehr reif gewirkt. Aber ich kann sagen, wegen vorher, was ich auch gesagt habe, innerlich habe ich immer bemerkt, dass da was ist. Auch paar, sei es nur kurze Momente, wo man sich das schon positiv zusammenführen konnte, wo sie gesagt hat mal, ich würde mich gern umbringen oder so. Das war auch mal so ein Wort, oder dann, was ich jetzt von Freunden auch gehört habe, wo die Aileen gesagt hat, die eine Freundin von Rebecca, dass Rebecca ein paar Wochen vor Verschwinden gesagt hat, dass sie keinen Sinn im Leben sieht, dass alle haben einen Sinn, nur sie nicht hat einen Sinn. Wo ich halt genau dieses Puzzleteil zusammenfüge, dass Rebecca von außen sehr glücklich war, aber innerlich wirklich irgendwas Depressives hatte, irgendwas Trauriges, was sie halt nicht gesagt hat. So, vielleicht mal so Momente, wo sie das angedeutet hat, aber ich kenne es selber, dass die meisten Menschen, die innerlich so Depressionen oder irgendwie das haben, von außen eigentlich voll glücklich wirken und so. Und deswegen, da bin ich mir eigentlich schon sehr sicher, dass Rebecca irgendwas Depressives hatte und irgendwas da Trauriges in sich. Irgendwas muss ja sein, dass irgendwie unwohl irgendwas. Psychisch, kann sein. Also, aber sonst von außen war sie sehr aufgeweckt. Es gab auch Momente, wo man weiß, da war sie ganz glücklich. Genau. Und sie hat immer also sehr selbstbewusst. Wenn sie denkt, hat sie gesagt. Und TikToks, Bilder mochte sie gerne zu machen. Das sieht man auch schon, dass sie nicht schüchtern war. Also Schüchterne wollen jetzt nicht so vielleicht ins Bild und so. Und sie wollte halt immer auf die TikToks und deswegen habe ich so viele Bilder von ihr. Weil sie auch immer wo wir waren, wollte sie Bilder von sich. Seien wir in der S-Bahn gewesen, war es nach dem Konferenzunterricht, wo wir mit dem Bus nach Hause gefahren sind. Sei es bei Bershka, wo wir shoppen waren, da wollte sie Fotos einfach haben. Okay. Von sich, genau. Also überall, deswegen gibt es ja auch so viele Fotos von ihr. Die anderen Freunde haben ja auch wahrscheinlich immer, deswegen, Becker hat sich gewünscht, da die Fotos da und dann wurde das genommen. Ja, also kann man sie auf jeden Fall als positiver Mensch von außen und auch viele Teile von ihr sind positiv, aber innerlich auch gibt es Traurige. Also. Ja, das ist ja oft, glaube ich, so, dass Menschen nach außen hin ja auch lustig und gut gelaunt sind. Das haben wir auch bei vielen Comedians und dann haben die innerlich dann doch Probleme. Meinst du, sie könnte sich irgendwie Hilfe außerhalb des großen Freundes- und Bekanntenkreises gesucht haben in Foren, weil sie war ja BTS-Fan und hältst du das für möglich, dass sie damit irgendwie im Kontakt hat oder hat sie mal gesagt, ey, ich habe da irgendwie eine nette Person kennengelernt, die nicht in diesem direkten Bekanntenkreis war. Also kann da sowas irgendwie möglich gewesen sein? Also ich könnte mir vorstellen, dass Rebecca da jemanden kennengelernt hat, weil BTS war sie noch nicht lange Fan. Und ich glaube, BTS hat sie ein bisschen aufgeheitert. Weil in dem Punkt, wo ich sie noch kannte, war sie noch kein BTS-Fan, hat sie mir nie davon was erzählt, habe ich auch nie mitbekommen. Da gab es noch keine Instagram-Posts und so zu BTS. Ich glaube, BTS war auch so ein bisschen so ihre so Therapie, so glaube ich, dass so Musik kann ja auch glücklich machen und so. Und kann ich mir wirklich vorstellen, dass sie dann da auch vielleicht jemanden kennengelernt hat, einfach was sie dann auch dann dadurch enger zu BTS gebracht hat dann. Genau, also sie hatte ja anscheinend ein paar Internetfreunde. Okay. Maxi gab es ja, habe ich gehört. Okay. Aber das ist ja auch, dass der das nicht war.
Ja, aber deswegen könnte ich mir erst genau deswegen vorstellen, dass sie vielleicht da jemanden kennengelernt hat. Wenn sie schon diesen Maxin als Internet damals Freund hatte, hat sie vielleicht Interesse gehabt, auch andere Internetfreunde zu haben. Und ich kannte auch einen Jungen, den sie durch mich kannte, der ist nie erwähnt worden, mit dem war sie befreundet übers Internet. Okay. Also für die Zuschauer, BTS ist eine sehr bekannte koreanische Boyband, die auch 2019 einen extremen Hype weltweit hatte. Die waren auch in den USA auf Platz 1, Deutschland, UK. Und du sprachst auch von dieser Farbe, von der Decke, ja, die ja irgendwie für die BTS-Fans so eine Bedeutung hat. Vielleicht kannst du das nochmal erklären. Genau, BTS stand so für lila. Also lila war deren Farbe. Und es gab auch einen Satz, den die immer gesagt haben, als Support gegenseitig, die Fans, I purple you. Und was heißt purple auf Englisch? Ah. Ich glaube, violett Englisch. Genau, und, lila. Violett, ja. Lila. Und genau, und an dem Tag von ihrem Verschwinden hatte ja auch ein Sänger Geburtstag von der Band. Ich weiß jetzt den Namen nicht, ich bin bei asiatischen Namen, kann ich mir echt schlecht merken. Ja. Und die hatte ja auch diesen Pullover, diesen BTS-Merch. Genau. Und diese Decke angeblich, genau, dabei. Genau, und das passt und diese rosane Kamera und die mitgenommen. Und vielleicht wollte sie sich mit einem angeblichen Fan treffen, den sie in der Gruppe vielleicht kennengelernt hat, Fanforum, irgendwie sowas, was danach alles gelöscht wurde, der sich als Fan vielleicht ausgegeben hat. Vielleicht sagt sie, ich bin Mädchen, wohne auch in Berlin, wohne in deiner Nähe, lass mal treffen, morgens oder so. Aber im Endeffekt vielleicht ein älterer Mann war oder so. Oder weiß nicht. Ja, das ist durchaus eine Theorie. Dann würde ich erstmal an dich wieder weitergeben. Ich würde jetzt mal mehr zu dem Menschen Rebecca kommen. Mhm. Was war denn, also wie lange hast du Rebecca gekannt? So ungefähr 2 Jahre fast, aber so befreundet, so halt anderthalb. Sie war auf meiner Grundschule, will ich noch erwähnen, aber in der Parallelklasse, deswegen hatte ich sie nie zu Gesicht bekommen. Mhm. Genau. Also nochmal zu dem Menschen Rebecca. Was ist dir so besonders aufgefallen bei ihr? War sie ein besonders lustiger Mensch? Hast du ja, glaube ich, schon mal erwähnt gehabt, ne? Lustig, ja. Aber auch gleichzeitig mit Depressionen? Ja, also ich weiß nicht, ob sie genau Depressionen hatte, aber irgendwas, was sie traurig gemacht hat, was sie bewegt hat, irgendwie psychisch, was sie runter so traurig innerlich gemacht hat, könnte ich mir vorstellen, aber ob sie direkt Depressionen hat, ja, ich glaube, Depression ist ein bisschen weit jetzt. Ja, das ne? Aber und dass ein Jugendlicher auch mal so Phasen hat, ne? Das ist, das ist eigentlich normal. Ne? Vor allem so Mädchen sind ja noch emotionaler als, denke ich, so als Jung. Also, und da kann passieren, dass man da so ein bisschen depressiver dann in dem Alter sein kann. Mal, hattest du auch solche Phasen? Ja, ich hatte die sogar erst auch in den letzten Monaten. Also, ja, also wo es mir psychisch echt schlecht ging, ich mein Studium abbrechen musste deswegen und ja, also. Darf ich fragen, wie alt du inzwischen bist? Ich bin 20. Genauso wie Rebecca eigentlich, genau, jetzt, ne? Auch 20, genau. Wenn ihr was, ihr sagt, du warst ja befreundet, jetzt nicht beste Freundin, aber doch befreundet. Wenn ihr was gemeinsam unternommen habt, was habt ihr denn da gemacht? Meistens war sie bei mir zu Hause und dann haben wir da TikToks gemacht, also meistens Bilder, TikTok, Livestreams haben wir auch öfters gemacht auf Instagram. Mhm. Zum Beispiel war das damals noch innen, dass man auf Instagram so live geht. Mhm. Und das haben wir öfters gemacht, aber wo wir uns auch oft getroffen haben, war halt vom Kunstunterricht. Das war jede Woche, war ja, dass wir dann davor noch auf den Spielplatz da gegangen sind, TikToks gemacht haben. Wir sind auch mal shoppen gegangen, das war auch manchmal. Also es war so viel, was wir gemacht haben, dass halt nicht so ein Punkt das meiste war. Bei ihr war ich nur zweimal. Mhm. Wir sind auch einmal ins Schwimmbad gegangen. Das heißt, bei ihr zu Hause im Elternhaus? Genau, zweimal waren wir bei ihr. Mhm. Aber das andere Haus jetzt? Bei mir öfters. Ich meine jetzt, wo Jessica wohnte. Also Jessica, also... Ich wusste auch noch nicht, dass sie einen Schwager hat. Aber dazu muss ich aber auch ehrlich sagen, meine Freunde wissen auch nicht so, wer meine Familienmitglieder sind, alle so. Und also war jetzt nicht unbedingt so irgendwie Thema Schwager oder Schwester? Nee, gar oder so. Nicht. Wenn sie Interesse da vielleicht bei ihm hatte, dass sie Interesse an ihm hatte, dann denke ich, dass es 2018 im Mai auf jeden Fall noch nicht war. Da auf jeden Fall noch nicht.
Weil da hätte sie hat ja mal vorhin öfters von Jungs geredet, da gab es in der Schule, wo sie einen ganz interessant fand, hat sie immer erzählt, so guck mal, wie hübsch der ist und dies und das. Aber im Mai 2018 hatte sie auf jeden Fall noch nichts da mit dem Schwager. Und ja, ich kannte ihn auch gar nicht. Vielleicht war auf der Konfirmationsfeier. noch nicht mit dem Schwager. Also ich bin ja, wie ihr ja, meine Meinung kennt ihr ja eigentlich, dass ich eigentlich ausschließe, dass sie was mit dem Schwager hatte oder dass der Schwager, gut, wie es jetzt beim Schwager aussah, das wissen wir nicht, aber ein 15-jähriges Mädchen, das an dem Mann ihrer Schwester Interesse hat, ich weiß nicht. Also, ja. Also man feststellen, also wissen kann man es nicht, aber ich könnte es mir auch nicht vorstellen, aber deswegen kann ich aus meiner Sicht sagen, dass damals noch nicht Schwager-Thema war, also wenn es gewesen wäre, was ich auch nicht denke, aber ja. Denn ich glaube, sowas wäre dann auch schon anderen Leuten aufgefallen, Eltern, ja. Schwestern und so weiter, die schon dann dazwischen gefunkt hätten. Dazu muss ich auch noch sagen, wenn ich einen Crush auf jemanden habe, jemanden mag, dann wissen irgendeinen von meinen Freunden weiß das auf jeden Fall. Mhm. Oder weiß nicht, also und keiner wusste ja irgendwas wegen Schwager. Deswegen könnte man auch, also muss man auch wirklich das mit den Verliebtheit zum Schwager auch weglassen, weil wirklich keiner was da. Und bei mir kann ich selber sagen, weiß irgendjemand das von meinen Freunden anvertraut, weil man will ja es auch erzählen und so. Mhm. Und da denke ich nicht, dass da deswegen was mit dem Schwagerinteresse so besteht. Wie weit hast du denn die Eltern kennengelernt? Also die Eltern habe ich ja kurze Zeit nach ich Rebecca das erste Mal kennengelernt habe, auch kennengelernt. Weil oft mit der Konfirmationsgruppe haben wir so öfters mal so Kuchenverkauf gemacht, sei es bei St. Martins oder so. Weil es gab ja noch eine Kirche bei uns in der Siedlung. Es gibt ja die Dreieinigkeitskirche, wo wir Konfirmationsunterricht hatten, Lipschitzallee und dann eine Partnerkirche in der Siedlung. Und das ist halt ein paar Häuser von Rebeccas Haus auch entfernt. Und da hatten wir so öfters mal so Kuchenverkäufe. Und da habe ich die Mutter zum ersten Mal gesehen. Genau. Ja. Und den Vater habe ich dann irgendwann mal vielleicht, weil, sei es, vielleicht war das erste Mal wirklich, als ich bei ihr zu Hause war. Vielleicht war das erste Mal. Kann sein, weil beim Bazar war er auf jeden Fall nicht dabei. Genau. Und sie hat ja logischerweise auch ein eigenes Zimmer gehabt, ne? Ja, das Zimmer war im Keller. Das, ja. Ach, das Haus hatte einen Keller. Ah. Also viele machen sich ja Gedanken darüber, ob denn das Haus, wo sie verschwunden ist, also von Florian und von Jessica, dieses Haus überhaupt einen Keller hat. Aber das weißt du jetzt auch nicht. Ne? Das weiß ich nicht. Aber ich weiß nicht, das Haus sieht schon ein bisschen älter aus. Also ich weiß nicht, wie alt ist es? Vielleicht ist es 30 Jahre alt. Und damals wurden ja öfters Keller bei Häusern gebaut. Vielleicht hat das... Also ich denke sehr wahrscheinlich, dass es einen Keller hat. Ich will jetzt hier nicht auf den Tisch legen, dass es einen Keller hat. Aber jetzt die modernen Häuser zum Beispiel haben eher nicht so einen Keller. Aber deswegen könnte ich mir das schon vielleicht vorstellen. Ja. Also meine Eltern hatten ja auch ein Haus, aber ein Keller selbstverständlich. Ne? Aber es sind ja keine Kellerfenster zu sehen. Dann habe ich mich aber mal schlau gemacht. Es gibt wahrhaftig Häuser mit Keller, wo keine Kellerfenster zu sehen sind. Ja, das denke ich. Ich habe noch nie sowas gesehen. Aber bei mir zum Beispiel, mein Keller zu Hause hat Fenster. Deswegen, ich denke, das ist eher dann so selten. Für mich wäre es deswegen, wo ich mir die Frage stelle, Keller oder nicht, weil wir hatten ja mal einen Anrufer in der Sendung, ich glaube in der vorletzten Sendung oder so war das, der dann sagte, dass wohl eine Bekannte von ihm Silvester gefeiert hat im Partykeller bei denen im Haus. Das heißt, wenn das Haus keinen Keller hat, dann kann die Geschichte ja nicht stimmen. Ne? Ja, das musste man wirklich mal nachverfolgen. Wer das weiß, ist auf jeden Fall bestimmt die Polizei, die war ja in dem Haus, die waren ja da. Aber ob die das jetzt rausrückt, weiß man nicht. Da müsste man wirklich diesen vielleicht Anrufer mal nachgehen, ob das dann stimmt. Ja, aber ich war nie in dem Haus, ich wohne auch nicht in der Siedlung, kann das schwer sagen. Wie hast du wohnst ja da in der Nähe auch, ne, von dem Elternhaus? Ich wohne eine Straße, also so in der Siedlung von den Eltern. Also vom Elternhaus, ne? Genau. Wie hast du denn damals die Situation erlebt, als rauskam oder die Meldung rauskam, Rebecca Reusch verschwunden? Also man hatte das auf den Straßen jetzt nicht viel davon mitbekommen, außer dass die Zettel da hangen. Die hängen an jeder Bushaltestelle auf jeden Fall, ein paar wie nennt man das?
Straßenlampen. Genau. Und, genau. Ja. Es gab auch zwei Suchaktionen, die Vivian gemacht hat dann. Da bin ich nicht hingegangen. Meine Eltern haben mich nicht gelassen, die waren da recht vorsichtig, als sie verschwunden ist. Mhm. Und wie ich es erfahren habe, das war am 19. Februar, mhm. eine Freundin von mir hatte das in ihrer Story gepostet und dann habe ich gesagt, boah, ich kannte sie und dann ja, habe ich das auch sofort gepostet und das war halt erstmal, dann habe ich zwei Freundinnen angerufen, die auch Rebecca kannten, mhm. die kannten die durch mich. Mhm. Die haben auch noch mit Rebecca so nicht mehr so Kontakt gehabt, aber hatten sie noch auf Insta. Mhm. Und dann meinten die, ach, die kommt doch schnell wieder zurück. Das wird, die ist bald wieder da, meinten die. Ich hatte sofort das schlechte Gefühl, dass das länger dauern würde. Ich weiß nicht wieso, mhm. aber ich hatte so, nee. Es war ganz schlimm und das kam ja richtig durch die Medien, dass dann auch mich Leute angerufen haben und so gefragt haben, aber alles gut, dass die wussten, dass ich Rebecca kenne. Mhm. Ja, ja. Mhm. Hast du denn, kannst du dir vorstellen, dass Rebecca einfach weggelaufen ist, abgehauen ist? Wenn dann nicht von selber so alleine, vielleicht hat sie jemanden kennengelernt, könnte ich mir vorstellen. Wenn es ihr vielleicht damals, wo sie verschwunden ist, vielleicht schlechter ging innerlich, dass sie vielleicht bei jemandem Halt gesucht hat im Internet, den sie vielleicht kennengelernt hat und dann ist sie vielleicht, hat er gesagt, komm zu mir, dann geht es dir besser, vielleicht ist sie dann dahin. Irgendwie, aber das ohne Spuren ist auch sehr komisch. Man kann es als Theorie nehmen, mhm. aber das dann ohne Spuren so richtig und mhm. es ist schon, da muss es wirklich richtig geplant worden sein. Und ich, das könnte ich mir gar nicht von Rebecca so irgendwie vorstellen, vom Gefühl her. Ja, also einfach weglaufen, ne? Wie war denn das mit dem Handy von ihr? War sie sehr oft am Handy? Ja, schon. Also allein, dass sie immer so viel TikToks und Bilder gemacht hat und immer live war, sie war schon oft am Handy, wenn ich mit ihr unterwegs war, aber ich auch. Also in unserem Alter, also die meisten sind natürlich viel am Handy, aber sie war schon oft am Handy. Was mich diesbezüglich interessieren würde, hatte sie ein Vertragshandy wahrscheinlich nicht, ne? War das Prepaid? Weiß ich gar nicht, also... Oder ist dir aufgefallen, konnte sie von unterwegs auch in ja. TikTok reingehen und so weiter? Auf jeden Fall, von unterwegs auch. Ja. Genau, das ging auf jeden Fall. Ich weiß aber beim neuen Handy, aus beim alten, aber das ist ja nur, das ist eigentlich nur beim neuen Handy jetzt, mit dem sie verschwunden ist. Ja. Was hatte sie für ein Handy da in dieser Zeit, wo du sie kanntest? Also beim Verschwinden das Handy oder? Ja, hier. Hatte sie da schon ein iPhone oder was? Ja, das hat sie halt 2017 im Dezember bekommen und das war mit dem ist sie dann, iPhone 6 war das. iPhone 6, okay. Davor hatte sie ein Sony-Smartphone, aber das war 2017. Da, genau. Ah ja. Und das ist ja auch verschwunden, ne? Dieses. Ja. Ja, also die sagen halt nichts viel über das Handy, aber anscheinend schon, weil ich gehört habe, auf jeden Fall ist das verschwunden. Mhm. Aber na. Es kommen halt mir zu wenig News über das Handy, finde ich. Also was ausschlaggebend ist, das Handy auf jeden Fall auch. Weil das muss ja auf jeden Fall dann, wenn sie tot ist oder noch lebt, bei der bei ihr sein oder so, mhm. denke ich. Ich hatte, kann ich mal kurz hier erzählen, ich hatte gestern eine interessante Mail, die war wirklich, also über Seiten, ja, die hat sich richtig Gedanken darüber gemacht. Mhm. Und die kam auch nochmal auf diese Hausdurchsuchung, letztes Jahr im April war die, glaube ich, wo dann halt Bademantel und so weiter sichergestellt wurde. Und vor allen Dingen auf das Foto, wo die Polizei diese Wäschetonne da durchsucht hat und dass es so aussah, dass da wahrhaftig irgendwie Kleidung von Rebecca gefunden wurden. Ja, ja, ein Faust-T-Shirt. Genau, und dann kam die Frage auf, irgendwie sagte sie, natürlich beim Eintritt des Todes tritt Flüssigkeit aus. Und dass die, wenn die wirklich Kleidung gefunden haben, die Polizei im Container, möglicherweise da festgestellt haben, da ist Flüssigkeit irgendwie, ne, keine Ahnung, was man da, die, wenn ihr das richtig durchsuchen. Und deswegen der Meinung sind, der festen Meinung, Rebecca hat das Haus nicht lebendig verlassen. Nur eine Vermutung, ja, also, ja. Ich gebe es mal weiter zu Da Vinci, der hat bestimmt noch etliche Fragen.
Ja, danke schön. Also, was mich noch interessieren würde, wie war denn Rebecca im Punkto zu den Schwestern, ja, auf sie zu sprechen? Also, was hat die viel über die gesprochen? Weil in der RTL Plus Doku war zum Beispiel auch das Thema, dass sie ein super inniges Verhältnis hatten und sie war ja auch an dem Wochenende dann bei ihrer Schwester am Pizza gegessen. Mhm. Und hat sie viel mit dir über die Schwestern gesprochen oder hat sie mit einer einen besseren Bezug gehabt als mit der anderen? Also, sie hätte jetzt nicht viel darüber geredet, aber wenn mal das Thema ankam, dann immer, dass die schon sehr eng sind und viel unternehmen, wie ich ja mal gesagt, auch schon erwähnt habe, dass Rebecca einmal sich mit mir treffen wollte. Und dann kam plötzlich so, sagen wir ein paar Stunden davor, nee, ich treffe mich jetzt mit meiner Schwester, wir gehen ins Kino, schön. Was für mich der Eindruck macht, die sind sehr eng. Es gibt ja auch Geschwister, die wollen nichts miteinander zu tun haben, die machen gar nichts miteinander. Also ich habe jetzt keine Geschwister, ich bin Einzelkind, aber wenn ich was von anderen Freunden von mir das so mitbekomme. Und viel kam halt jetzt nicht die Schwester das Thema, aber wenn es dann mal war, dann, dass sie schon sehr eng sind. Ich hatte das Gefühl, dass sie mit Vivian vielleicht noch enger war, weil die ja auch noch ein bisschen jünger war als Jessica. Und wenn man vielleicht noch vom Alter nicht so weit entfernt ist, dann hat man noch mehr Interessen vielleicht. Und deswegen hatte ich das Gefühl, dass sie mit Vivian einfach in Liga war. Okay. Genau. Und die Eltern sind ja auch immer Thema. Also die Familie war ja eigentlich quasi immer so benannt worden, dass die total innig miteinander sind und auch viel kuscheln und ein tolles Verhältnis miteinander haben. Wie waren denn jetzt so die Treffen, die du jetzt miterlebt hast, auch in der Kirche? War das alles so total super? Also es ist ja auch relativ normal, dass man vielleicht in dem Alter vielleicht auch mal sagt, oh, meine Eltern nerven gerade, aber war das vielleicht auch nochmal so ein bisschen Thema oder konntest du irgendwas beobachten, dass da irgendeine Unzufriedenheit von ihr war, dass es halt vielleicht so einen Grund gegeben haben könnte, dass sie weggegangen ist oder war da gar nichts? Also Unzufriedenheit war jetzt nicht irgendwie da, aber so, dass sie jetzt so, boah, so kuscheln und so, weiß nicht, vielleicht ein bisschen übertrieben gesagt. Okay. Also, ja, kann ich mir gar nicht bei so Rebecca vorstellen irgendwie, weiß nicht. So, ja, also ist jetzt, ich war halt 8 Monate davor nicht mehr so in Kontakt mit ihr und man achtet damals nicht auf die Details natürlich, weil man ja nicht weiß, die wird später verschwinden. Aber dass sie jetzt irgendwie so gestritten haben, sich, das ist nie passiert, wenn ich da war. Aber ich war bei ihr nur 2-mal zu Hause. Und einmal war gar keiner da und einmal sind wir halt sofort in ihr Zimmer. Da Hallo gesagt und dann runter. Genau. Ja, also. Also die haben dich dann quasi oder euch dann auch in Ruhe gelassen und sind jetzt nicht dauernd ins Zimmer gekommen oder? Da muss ich sagen, meine Mutter würde öfters ins Zimmer kommen, auf jeden Fall. Ja, also. Ja, ist ja in dem Alter auch noch relativ normal, dass da, glaube ich, die Eltern da vielleicht so ein bisschen drauf Acht legen, ne, dass wer jetzt irgendwie so zu Besuch kommt. Aber wenn dir jetzt da gar nichts aufgefallen ist, dann ist das ja auch schon mal interessant. Und ja, dann würde ich auch noch mal kurz zu dir rübergeben. Also, das wurde nicht oft erwähnt. Ich habe es auch an der Polizei damals weitergegeben, aber ich finde, das ist eine sehr interessante Sache. Rebecca hatte auch noch einen Internetfreund, den ich auch kannte persönlich. Also das für mich war er kein Internetfreund, aber für sie schon. Den kannte ich durch eine Sprachreise, er heißt Malte. Und wie gesagt, Rebecca wollte immer Leute kennenlernen, die ich auch kannte. Und dann hat sie sich mit dem angefreundet, mit Malte. Okay. Und übers Internet. Genau, die haben dann auch die Nummer ausgetauscht und die hatten auch noch eigentlich bis kurz vor ihrem Verschwinden Kontakt. Ich habe ihn dann auch angeschrieben und so. Hat es auf der Polizei weitergegeben. Das möchte ich einfach mal in diesem Interview einfach erwähnen. Ich weiß nicht, was danach passiert ist. Polizei hat die Sache einfach ich habe es per Telefon weitergegeben. Name habe ich von mir genannt, wie der heißt, wo er ungefähr wohnt. Nachname wusste ich auch, weil ich nicht mehr mit ihm in Kontakt war. Ich hatte ihn nur noch auf WhatsApp. Und dann weiß ich, als sie als sie den Namen von Maxi genannt haben, den Namen Maxi, da hat er gesagt zu mir, boah, hoffentlich meinen die nicht mich, Katharina, oder so, dass sie jetzt mich verdächtigen oder so. Und war irgendwie richtig komische Sachen so nebenbei noch gelabert. Das fand ich auch sehr komisch. Der Typ hatte so ein bisschen, sag ich mal ehrlich, einen Knall auch. Also, ja. Aber woher kam der denn, aus Berlin? Nee, aus Bielefeld. Und war auch mal in Berlin hier zu Besuch?
Das weiß ich nicht. Also ich hatte dann ihn 2017 im Sommer kennengelernt. Mhm. Dann ist dann nach ein paar Monaten der Kontakt weggegangen. Wie lernt man sich da jetzt, er wohnt in Bielefeld und Berlin, wie lernt man sich da kennen? Na, wir waren auf einer Sprachreise, ich und er. Ach, ich verstehe. Okay. Genau. Es war auf Malta die Sprachreise. Und deswegen war für mich halt kein Internetfreund, weil ich ihn ja persönlich schon gesehen habe. Mhm. Aber für Rebecca, sie hat ihn noch nie persönlich gesehen. Aber sie hat sich immer, so meine Freunde, wollte sie immer kennenlernen, wenn ich ihr das erzählt habe. Und mit dem hatte sie auch, wo ich noch mit ihr befreundet war, auch immer mal Kontakt gehabt, geschrieben. Die hat auch bei Insta sich gefolgt. Mittlerweile ist er ihr entfolgt oder so. Oder so, genau. Ja. Ich fand den, also ich könnte selber sagen, nicht, dass er was damit zu tun hat, aber man weiß ja nie. Und ich habe vor kurzem nur gesehen, dass er jetzt BWL studiert, weil ich habe vor kurzem Jura in Osnabrück studiert und das ist neben Bielefeld. Und dann wurde er mir zufällig auf Tinder gezeigt, dass er jetzt BWL irgendwie studiert. Mhm. Aber das ist eine Sache, dass sie den auch als Internetfreund hatte und das war auch kurz davor. Und aber das hast du so der Polizei weitergegeben. Genau, weil ich, muss man ja auch, weil da war auch nach Internetfreunden gefragt und das hatte ich halt komplett erstmal vergessen am Anfang, dass sie ja Malte kennt und ich weiß selber nicht, ob die sich überhaupt mal getroffen haben, weil ich ja dann auch keinen Kontakt mehr mit ihr hatte. Und in welchem Alter war Malte so wie ihr? 2 Jahre älter. Aber ja, dass da jetzt Malte mit was zu tun hat. Nee, denke ich jetzt auch nicht. Aber ich würde das mal erwähnen, weil das so wenige kennen und dass man halt so ein bisschen, wenn ich was weiß, dass sie den als Internetfreund hatte, dass man das mal so erwähnt. Und ja, also genau. Ich hätte eine interessante Frage, die dazu anschließt, die ich kurz stellen wollen würde. Du hattest mir im Vorgespräch erzählt, dass die Eltern Zugriff auf die sozialen Medien von ihr haben. Und das würde ja eigentlich ausschließen, dass die Polizei und auch die Eltern nicht wissen, dass da irgendwie mit jemandem geschrieben wurde. Also eigentlich müssten die ja eigentlich alles lesen können, die ganzen DM-Nachrichten und Co. Ich glaube, die waren, soweit ich weiß, immer gehört zu haben, nicht eingeloggt, hatten einfach nur die Passwörter und die Daten. Ich glaube, auf jeden Fall war Snapchat auch sehr Punkt, weil Rebecca war immer auf Klassenfahrt. Und man durfte die nicht Handys benutzen. Und die hat auf Snapchat baut man ja so Flammen auf. Ja. Und da hat sie irgendjemand von der Familie gebeten, das für sie die Flammen zu halten. Und aber die Instagram-Passwort hatten die ja auch. Oder sonst wären die, soweit ich weiß. Und das wundert mich, wieso das Insta-Passwort sie haben. Die waren auf jeden Fall, denke ich, nicht eingeloggt. Aber na, vielleicht hat da auch Rebecca bestimmt auch aufgepasst, dass sie da sich jetzt nicht einloggen. Man sieht ja auch auf Instagram, wenn jemand noch irgendwo eingeloggt ist. Mhm. Aber auf Snapchat denke ich jetzt auch nicht. Auf Snapchat ist halt so, da kann nur einer eingeloggt sein auch. Genau, das könnte auf jeden Fall nicht sein. Auf Insta, wenn ich jemandem mein Passwort gebe, für, weiß nicht, damit der irgendwie was auf Recht halt erhält, wenn ich auf Klassenfahrt bin. Ob es deswegen war bei Instagram, bei Snapchat weiß ich, dass es deswegen der Klassenfahrt war. Aber ob es auf Instagram auch deswegen war, weiß ich nicht. Würde ich schon aufpassen, dass sie jetzt nicht die ganze Zeit eingeloggt sind, weil vielleicht würde ich auch mal private Sachen schreiben oder so. Aber das Passwort haben von Snapchat und Instagram die auf jeden Fall. Ja, das macht es nämlich interessant, weil das würde zumindest bei Instagram und Snapchat ja ausschließen, dass sie da mit irgendjemandem so intim geschrieben hat und irgendwie sich treffen wollte, weil dann wüsste ja die Polizei schon längst Bescheid. Und deswegen hat Bernie auch nicht ganz unrecht, dass jetzt mit dem Kleidungsstück und diesen ganzen Indizien, die Polizei sagt ja auch, die hat das Haus nicht lebend verlassen, das würde das jetzt nochmal, diese Theorie stark entkräften, obwohl man natürlich sagen muss, dass es ja diese Facebook-Gruppen bei BTS ein Thema sind. Facebook ist ja nochmal was anderes als Instagram und es gibt ja auch Foren. Hast du da mal irgendwie was mitbekommen, dass sie noch auf anderen Plattformen aktiv war? Nicht mitbekommen, TikTok hatte sie halt noch, aber vielleicht hatte sie Telegram. Aber TikTok kann man ja auch, Telegram ist ja auch nochmal gefährlich. Vielleicht hatte sie Telegram, ich weiß es nicht. Das kam ja erst 2018 der Hype mit Telegram, denke ich. Da habe ich auch erst 2018 Telegram heruntergeladen, aber das war nach dem Kontakt. Vielleicht hatte sie Telegram, ich habe es geguckt, ich habe ja ihre Nummer. Später, ich habe bei jeder App geguckt einfach mal so, vielleicht hat sie, aber da hatte sie kein Telegram kurz verschwunden. Aber Telegram ist bei den Jugendlichen im Hype gewesen. Also ich kenne es auch, aber... Das war damals so, jetzt nicht mehr.
Aber damals kam die App so ein bisschen zum Vorschein und da habe ich es auch gesehen. Oh, und hat ein TikToker gesagt, schreibt mir mal auf Telegram, da kann ich euch Nachrichten beantworten. Mhm. Und okay. Deswegen habe ich mir damals Telegram heruntergeladen. Und das ja. Hat sie auch, sie hat auch mit diesem TikToker da Kontakt gehabt? Nee. Okay. Nee, aber das war einfach, wo ich zufällig einen TikTok von meinem Lieblings-TikToker gesehen habe. Ich will noch mal was zu der Polizei sagen, dieser Satz mit, dass sie das Haus nicht leben verlassen hat. Ich vertraue der Polizei bei manchen Sachen ehrlich nicht. Das kann ich aus eigener Erfahrung sagen, da wollte ich auch, hast du ja gesagt, soll ich diesmal im Interview darauf eingehen. Ich wurde vor kurzem im Gym, im Fitnessstudio von einem Trainer belästigt, sexuell. Okay. Und Polizei ist da null Hilfe. Null. Ich wurde angezeigt, weil ich dann den zurückbeleidigt habe, per WhatsApp und so. Und das finden die schlimmer als die Belästigung, das interessiert die nicht. Deswegen ich jetzt auch einen Anwalt einschalten musste, damit das auch mehr nachgegeben wird. Aber das ist, ich sehe die Polizei als manchmal nicht Unterstützung. In welcher Form hat er dich denn belästigt? Ja, das war mein Personal Trainer. Und der hat dann halt, als wir die Übungen gelernt haben, auf der Matte dann halt so intime Bereiche gefasst und so. Und leider kann man das schwer nachweisen. Es ist halt da so, meine Beleidigung kann man nachweisen, aber was ich halt, wenn ich höre als Polizist, dass ein Mädchen belästigt wurde und einfach verzweifelt ist, würde ich ja schon mehr machen. Und die Staatsanwaltschaft, Polizei interessiert das sozusagen nicht. Und dann kommt noch... Gab es da Kameras in diesem Gym? Das ist eigentlich okay. Das finde ich auch komisch, weil das war ein Premium-Gym, Homes Place. Und bin jetzt mittlerweile nicht mehr dabei. Was mich auch ein bisschen wundert, der Trainer hat da auch irgendwie eine Behauptung geäußert. Das muss ich jetzt als Polizisten sehr negativ sehen. Hat eine Behauptung geäußert, die nicht stimmt, dass ich irgendwie gesagt habe, ich bringe dich um oder so. Damit... Die Polizisten sind dann wirklich vor meiner Haustür standen die. Und was mich wundert, bei dem Fall Rebecca, da haben die erstmal die ersten zwei Tage nichts gemacht. Und bei mir stehen die sofort wegen irgendeinem Fake-Satz vor der Tür. Ist für mich absolut komisch. Muss ich ehrlich sagen. Ja, gut, das sind jetzt natürlich zwei verschiedene Dinge, darf man jetzt nicht vermischen. Vermissten Fall sagt man erstmal, ja, wir warten mal zwei Tage ab. Vielleicht ist er irgendwo bei einer Freundin und wir funktionieren mit Hubschraubern oder sonst was. Oder halt so ein Fall, wo es hier natürlich um Belästigung geht. Aber das ist jetzt auch nicht so ein Ding, wo der Täter gleich festgenommen wird oder sonst was. Ne? Oder aber... Wurdest ja auch nicht festgehalten, oder? Nee, aber ich habe mich dadurch, vor allem, dass es auch eine Lüge war, aber dann kam es halt raus als Lüge, trotzdem hat die Polizei dann auch nichts gemacht gegen ihn. Also, wo ich dann denke, die Polizei, manchmal sagen die vielleicht etwas, was man eigentlich nicht direkt sofort glauben muss. Also, ist meine Meinung nach. Also. Kommen wir nochmal zu Rebecca zurück. Kurz nach dem Verschwinden von Rebecca, wo dann die Suche losging durch Polizei und so weiter, hattest du noch Kontakt zu Freundinnen von Rebecca, die also noch befreundet waren, also sehr nahen Kontakt? Ich hatte halt nur zu den zwei Freundinnen aus meiner Schule Kontakt, die zu Rebecca Kontakt hatten, aber nicht so krass Kontakt hatten. Die haben sich nur noch auf Instagram gefolgt, vielleicht da mal kurz geschrieben. Da habe ich die auch sofort gefragt, ist dir irgendwas aufgefallen? Nein, gar nichts. Also wir hatten auch nicht mehr so ähnlich Kontakt, haben die erzählt. Dann habe ich auch mal mit Charla geschrieben, die ja auch dieses Valentinstag-Bilder mit Rebecca gemacht hat. Da ist auch jetzt nicht... Also die Bilder mit der Rose. Genau. Die war ja auch das alles Normales. Die hat ja auch... Für sie war alles normal. Und warum haben diese warum haben die diese Valentinstagsbilder gemacht? Also gab es da irgendeinen Schwarm? Also, oder haben die das einfach für sich so einen Mädelsabend gemacht? Ich glaube, also die waren ja im Bus, als sie diese Bilder gemacht haben. Ich weiß nicht, ob die danach noch irgendwo waren. Rebecca mochte ja Bilder machen. Ja. Und es gibt ja fast nur Bilder von ihr bei sowas. Ja. Und das ist halt wieder dieses, ja, Rebecca wollte Bilder von sich machen. So genau, und das war auch im Bus. Ich habe ja auch damals immer im Bus oder S-Bahn von ihr Fotos gemacht. Und ich denke einfach, das war einfach Rebecca. Die wollte von sich Fotos haben, wie sie immer haben wollte, Fotos. Und deswegen kann ich auch verstehen, wo die Freundin dann meint, das war für sie ganz normaler Abend.
weil sie kennt ja auch Rebecca länger und weiß ja, dass Rebecca gerne Fotos macht. Und genau, für sie war es ein normaler Abend, genau. Also eine Sache noch, im Prinzip die ganzen Freunde haben alle im Prinzip zu dir auch gesagt, mit denen du noch Kontakt hattest, dass da eigentlich keiner mit ihr irgendwie mal geschrieben hat, keine Erwähnung, nichts in die Richtung nee. Internetfreund, Bekanntschaft, Schwarm also stattgefunden hat. Ich habe auch mal, ob ich sie gefragt habe, Eileen, glaube ich schon. Das war auch eine Freundin von Rebecca und die auch, nee, also die, ich habe jetzt nicht alle Freunde gefragt. Bin ja jetzt nicht Detektiv oder so, aber die alle meinten nö. Also, genau. Aber das würde ja auch diese Theorie nochmals bestätigen, dass da eigentlich das fast auszuschließen ist. Und dann leider Gottes, das recht wahrscheinlich ist, dass er dann doch das nicht Leben verlassen hat. Aber mich würde es mal interessieren, wie haben denn, oder hast du was mitbekommen, also nach dem Verschwinden von Rebecca, da war ja unheimlich viel in den Medien, heute ist ja auch noch teilweise viel in den Medien, aber damals war es ja richtig schlimm gewesen. Ich kann mir vorstellen, dass die Medien auch damals auf die Bekanntschaften, Freundschaften von Rebecca ein bisschen Jagd gemacht haben, sozusagen. Hast du was mitbekommen, dass die Mutter oder die Familie Reusch da ein bisschen zwischengefunkt hat und den Mädels vielleicht Anweisungen gegeben hat, sagt bitte nichts? Ich habe da wirklich leider nichts mitbekommen, das muss ich auch wirklich ehrlich sagen. Ja, aber was komisch ist natürlich, dass keine Freundin mehr dazu was sagt. Ich habe ja auch wegen dem Interview jetzt hier ein paar Freunde angeschrieben. Keine Antwort. Keine von denen. Und wirklich, sei es Lukas, sei es Aileen, sei es Charla, sei es Angel. Keiner sagt mir was. Und ja, die Großcousine war ja mal im Livestream von Rebecca jetzt auf TikTok bei Almo, wer heißt der nochmal? Almo, der Rapper? Ja, ja, da war die dabei. Almo, der Rapper. Der ist ja Musiker. Wie hieß die? Jacqueline, glaube ich, hieß die. Jacqueline. Okay. Aber da war jetzt nicht die ganze Zeit im Livestream dabei. Und da hat jemand sie gefragt, ob Rebecca depressiv war. Und da meinte sie, das kann nur meine Schwester sagen. Die andere Großcousine, ich habe den Namen vergessen, die war im Chat dabei. Und die meinte, Rebecca war depressiv. Ja. Ja, schwierig, immer von außen ohne Arzt und Psychologen zu beurteilen. Natürlich, aber, das ist. Ja. Ich glaube es jetzt erstmal mal, weil diese Jacqueline hat ja gesehen, dass es die Großcousine ist und. Ja, aber vielleicht ist es ein bisschen übertrieben gesagt. So, und jetzt kommen wir mal Butter bei die Fische, bei den harten Fragen. Kannst du dir, also es gibt ja auch Gerüchte, auch bei mir in der Sendung immer wieder, sehe ich es ja im Chat. Dass sie wahrhaftig teilweise die Eltern beschuldigen, damit was zu tun haben. Wie findest du denn solche Anschuldigungen gegenüber den Eltern? Ich finde halt sowas nicht schön. Ich muss ehrlich sagen, ich muss mich auch im Endeffekt dafür entschuldigen, dass ich vielleicht mal so erzählt habe, sehr schlecht erzählt habe. Ich wollte niemals damit sagen, ich habe auch niemals gesagt, dass die Eltern irgendwas damit zu tun haben. Deswegen, wenn jemand das so aufgefasst hat, dass ich die Eltern schlecht darstellen will, sehr schlecht, dann stimmt, dann wollte ich das nie. Entschuldige mich. Aber ich hab's auch nicht so empfunden. Ja, manche haben das halt so empfunden. Finde, dass man sollte Eltern von Vermissten da nicht sowas unterstellen. Bei Madeleine McCann wurde ja auch immer gesagt, die Eltern wissen was. Ja. Sowas macht man nicht. Ja. Sowas macht man nicht. Bei den Schwestern ist nochmal was anderes, aber auf jeden Fall die Eltern, auf gar keinen Fall. Das sind ihre Eltern. Man könnte spekulieren, ob die vielleicht was wüssten, aber das denke ich auch eher nicht. Man erlebt ja bei Kriminalfällen immer öfters oder wesentlich mehr, dass die Kinder die Eltern umbringen, als umgekehrt. Ja, ja. Das hört man ja öfters, weil vielleicht Eltern waren zu streng mal oder man hat für sich keine schöne Kindheit gehabt. Aber Rebecca hatte ja eigentlich die haben in einem Haus gelebt, in Rudo. Ein schönes Haus, muss man ja sagen. Das ist ein schönes Haus. Und also eine schöne Kindheit auf jeden Fall. Da gibt es ja auch Videos von ihr, wo sie singt, Gitarre spielt. Ja. Nicht Gitarre spielt, das war ja der Vater, der Gitarre gespielt hat. Also das auf jeden Fall denke ich nicht, dass auch Rebecca sowas machen würde oder andere. Und ob die Eltern das machen, auch bestimmt nicht von Rebeccas Eltern, auch wenn die manchmal für mich einfach nicht
so die sympathischsten waren, war, denke ich nicht, dass die sowas machen. Also ich vermute auch, dass Rebecca eine sehr schöne Kindheit hatte, oder? Also ja, da ist ja auch nichts Gegenteiliges bekannt. Ja. Warum auch immer. Die Frage für mich stellt sich immer wieder, gut, du kennst den Schwager, kennst du nicht, ne? Und Jessica, nur mal vom Sehen. Ich habe mich nie mit ihr unterhalten. Okay. Vom Sehen nur. Okay. Aber kannst du dir denn vorstellen, das andere Frage, warum halten die Eltern trotz der Beschuldigung auch durch die Polizei so zu dem Schwager? Das ist für mich echt komisch, weil wenn jetzt der Schwager sehr wahrscheinlich das war, viele sagen, dass viele das vermuten, auch die Polizei das sagt, der ist ja nicht verwandt mit den Eltern, das ist halt der Schwager. Und das ist für mich ein großes Fragezeichen, wieso die da so hinter ihn halten. Ich verstehe auch nicht, wieso, für jeden ist das irgendwie ein Rätsel. Und das kann ich auch nicht entschlüsseln, das Rätsel. Also da müssen die mehr wissen und die Polizei auf jeden Fall, denke ich. Also ich weiß es nicht. Viele sagen ja auch, ja, die Schwester war es bestimmt und deswegen, und der Schwager hat dann irgendwie da geschützt, also geholfen ihr und da schützt er sie jetzt irgendwie so und deswegen, und das, die Eltern wissen das und deswegen halten die so zum Schwager, damit sie nicht noch eine Tochter verlieren, irgendwie sowas und so. Das sind Spekulationen. Und rein so viel Gerüchte, Spekulationen, ja, weiß ich nicht, da sollte man sich nicht so weit aus dem Fenster hängen, also auf die Schwester. Und sie ist ja auch ein sehr enger Familienmitglied von Rebecca, die Schwester. Und ich glaube, wenn sie es nicht war, dann ist es auch sehr verletzend, sowas zu hören auch. Das ist klar. Das ist ja für jeden, der beschuldigt wird und es nicht war, nichts damit zu tun hat, das Schlimmste, was es dann nicht gibt. Genau. Und deswegen ist es ja unverständlich, dass jemand, der beschuldigt wird eines Tötungsdeliktes, einfach nicht spricht, einfach nicht sagt, einfach nicht klaren Tisch macht, ja? Klaren Wein einschenkt und sagt, hier, Fahrten habe ich da und dahin gemacht. Ich frage mich halt, ob das an diesen Gerüchten mit den Drogengeschäften liegen könnte. Polen, Deutschland, Umschlagplatz, das wirkt halt alles sehr merkwürdig. Hast du da irgendwie, Berlin ist ja auch ein Dorf, auch gerade die Ecke da, ne? Also dass man da, jeder kennt jeden, du wohnst ja nicht weit von denen weg. Hast du da mal irgendwas mitbekommen, dass er da irgendwie in den so Geschäften oder mit komischen Leuten abhängt oder gar nicht? Nee, also ich kannte ihn ja nicht und ich habe auch nie danach erfahren, dass irgendwie Freunde von mir vielleicht mal da wegen ihm was mit Drogen zu tun hatten, also hatte ich jetzt nicht so mitbekommen. Ich habe auch mehr so Freunde nicht aus Rudo. Nee. Ist es jetzt festgestellt eigentlich, dass er über Drogen da... Das sind meines Erachtens immer Gerüchte gewesen, aber das kann man halt... Angeblich hat er das mal gegenüber der Polizei geäußert. Okay. Andere sagen wieder, ja, irgendwelche Reporter hat gesagt, wenn du das jetzt nicht sagst, dann sage ich, behaupte ich jetzt wegen Drogen und so weiter. Ne? Man weiß nichts genau. Das ist sehr komisch. Also natürlich kann man deswegen, weil es nur ein Gerücht ist, noch nicht so fest ist, da nicht so spekulieren. Irgendwas wollte ich sagen. Ah, genau, wegen dem Vater. Der hat doch einmal in einem Interview ganz am Anfang gesagt, Florian spricht oder irgendwie sowas. Das kam mir auch komisch vor. Das kam mir richtig komisch vor. Ich denke jetzt nicht, dass es einfach auch Spaß war, irgendwie so gesagt. Ja. Also da muss schon irgendwas hinter sein. Was ich jetzt auch nochmal weg von dem Schwager interessant finden würde, als dann Rebecca vermisst war und klar war, sie ist jetzt weg. Und das war in den Medien ein riesiges Thema. In ganz Berlin waren überall in der BZ, in der Bild. Wie war das für dich psychisch? Und hast du dich mit den anderen Freundinnen da nochmal ausgetauscht? Also, dass ihr so eine Gruppentherapie oder irgendwie so miteinander gesprochen habt? Weil das muss ja unfassbar furchtbar gewesen sein. Ich habe das auf den Zeitungen öfters gesehen. Das hat man in der Schule lagen, in einem Raum mal eine Zeitung. Da habe ich das ganz groß gesehen, das Bild von Rebecca. Das war schon hart. Also ich glaube, wenn ich das jetzt passiert wäre, wäre ich, glaube ich, richtig am Boden. Da ging es mir psychisch ganz gut. Also da war ich wirklich top im Kopf, sagt man jetzt mal so. Ja, natürlich hat einen sehr mitgenommen und man hat auch mal geweint. Und mit Freunden hat man am Anfang darüber geredet, dann
keine Ahnung, kam das nicht so, mehr zu Gespräch so doll. Bei uns war halt so, viele von meinen Freunden kannten halt auch nicht Rebecca, nur die aus der Schule, die beiden. Und wir waren halt kurz vor der Prüfungsphase, Realabschluss. Das hätte eigentlich Rebecca auch geschrieben. Mhm. Und da war man darauf konzentriert. Das war ja, hat im April angefangen. Da war man sehr dadurch oft konzentriert. Eine Freundin, also nicht so Freundin, die damals mit mir enger war, die war in meiner Parallelklasse auf meiner Schule. Die kannte ja ein bisschen Rebecca, einfach nur von der Grundschule, weil sie auch auf unserer Grundschule war. Und die kam dann immer so zu mir, oh, das tut mir so leid, Katharina, brauchst du irgendwas, alles gut? Und da ich so, nee, ich wollte halt wirklich da so stark auch wirken, dass ich nichts brauche. Ja, aber das war auch nur die ersten paar Wochen da, wohl, genau, ja. Aber die ehemaligen besten Freundinnen haben nicht mit dir nochmal Kontakt gesucht, weil es ist ja irgendwie auch spannend. Hast du irgendwie was mitbekommen oder man macht sich ja untereinander vielleicht Sorgen, also dass ihr da vielleicht nochmal so ein bisschen Kontakt hattet, gar nicht? Also ich habe mal die angeschrieben, wie gesagt, um einfach wegen Maxi auch da, weil ich habe ja da im Podcast merkt man deswegen Maxi da, die Sache da so. Ich habe ihn sein Insta gefunden, weil ich habe Rebeccas Privataccount gefolgt. Und da kam ich halt dann auf Kontakt mit den Freundinnen, die ich jetzt nicht so eng war, da mal was zu fragen wegen Maxi und dies und das. Ich weiß nicht mehr, weil ich da halt direkt gefragt habe. Ja, genau. Und also ich bin mir gerade zum ersten Mal vor der Kamera. Und nee, du machst das super. Also überhaupt kein Problem. Du kannst auch mal einen Cut machen und eine kleine Pause. Das ist überhaupt kein Problem. Also die Freunde waren am Anfang... waren nicht alle aktiv, ich glaube nur Schala und Angel. Dann habe ich gehört, die haben sich zerstritten und deswegen ist dann, kam von den beiden auch nichts mehr. Schala hat immer vor 2 Jahren ein Video gepostet auf TikTok zum Trend, wenn da jemand vermisst oder stirbt, wie das was Trauriges passiert ist. Da hat sie halt, da gibt es ja Trends auf TikTok, ein Video gepostet. Das war es dann auch. Also die ist auf jeden Fall nicht mein Kontakt mit der Angel, mit der hat, da gibt es auch so einen TikTok, wo die, oder Bilder, gibt es da nicht so irgendwie so ein Tanzvideo von den drei oder so, wo die da tanzen, die drei, und das waren die drei, also Angel, Charla und Rebecca, die waren, haben ja auch einen eigenen Instagram-Account gehabt, Lazy Town irgendwas, und aber die haben beiden dann irgendwann aufgehört wegen dem Kontaktabbruch, und nie auf mich zugekommen, aber muss ja auch nicht sein, weil ich eh nicht so viel wusste, und ja. Und du meintest, dass sie ja kurz vor dem Realprüfung war, von der Realschule. Das war bei der RTL Plus Doku und auch in verschiedenen Dokus auch immer mal Thema. War sie gut in der Schule und hatte sie da ein gutes Verhältnis mit den Mitschülern oder war das wirklich so, dass sie da so ein bisschen Außenseiterin war? Sie war so gut bis mittelmäßig, sie hatte immer so 2,4 Schnitt. Denke ja. Also schon, so hatte sie auch gut, immer. Ja. Ist gut. Sie war sogar auch Schülersprecherin. Ah, okay. Also wirklich eher extrovertiert. Ja, das, okay. Ja, sie war auf jeden Fall extrovertiert, ja. Also das kann man auf jeden Fall sagen. Es gab natürlich Streitereien in der Schule, wo ich ja erzählt habe, dass der Ex, der auf ihrer Schule war, ja auch da Lügen erzählt hat. Ja. Ich möchte jetzt nicht ins Thema gehen, was das war, das ist privat. Und deswegen wurde sie auch gemobbt und deswegen hat sie sich dann auch mit der Parallelklasse sehr angefreundet. Mit Eileen und so, die waren ja alle in der Parallelklasse. Ja, die wurde da vor allem von Jungs, ich muss ehrlich sagen, die Schule, wo Rebecca war, ist eine sehr schlechte Schule. Also die hat einen sehr schlechten Ruf. Ist ja auch mitten in Neukölln. Ja, also das ist, da würde ich selber, wollte ich nie drauf. Meine Eltern haben auch gesagt, da gehst du nicht drauf. Meine Cousine war auf der Schule, die ist nicht gut, die Schule. Und da ist mal wegen ein großes Thema. Also das ist wirklich... Ja, ich habe auch nur Schlechtes gehört. Also so gewisse Schulen sollte man in Berlin für die Zuschauer meiden. Mhm. Und gerade in Neukölln ist schon ein bisschen ruppiger. Da kann man sich das schon vorstellen, dass es auch nicht so einfach ist, da zur Schule zu gehen. Genau, also zu 100%. Ich habe mich auch immer gewundert, wieso Rebecca auf dieser Schule war. Da gab es viel bessere in der Nähe, die bestimmt sie genommen hätten. Die Clay-Schule, gab es eine in der Nähe, die viel besser war, auch gesamt, nee, das war eine ISS. Aber trotzdem, ich habe mich immer gewundert, was macht. Sie wollte ja auch Schule wechseln, habe ich dann später gehört, dass sie... Hatte sie so auch so ein bisschen so Pläne? Also man überlegt ja, macht man noch das Abi oder eher Ausbildung? Habt ihr mal über sowas gesprochen, dass sie, was sie so für Wünsche für die Zukunft hatte? Oder wirkte das immer so ziellos, weil du meintest ja, sie war ja so innerlich traurig und hatte nicht so ein bisschen so Wünsche geäußert? Sie wollte Abitur auf jeden Fall machen, weil sie war, die hatten da so Klassen, also in Mathe oder irgendwie so, hatten die da so Kurse. Einmal gab es einen Kurs, wo die denken, die schaffen Abitur. Und ein Kurs,
das schaffst du bis zum Realabschluss und einen Kurs, du schaffst nur Hauptschulabschluss und okay. sowas. Und sie waren der in Mathe oder irgendein Kurs war das, die, wo die wahrscheinlich Abitur schaffen. Okay, so ein Profilkurs macht genau, man da ja war sie, genau, da war sie drin auf jeden Fall. Ich denke mal, deswegen hatte sie bestimmt Vorabitur, weil man konnte ja entscheiden, ob man diesen Kurs dann möchte. Der Junge, der in der RTL Plus Doku vorkam, da war ja auch das Thema, dass die Eltern ihn so ein bisschen verdächtigt hatten, weil es ja da so ein bisschen Streit gab. Kannst du darüber vielleicht nochmal so ein paar Worte erzählen? Hast du da was mitbekommen oder wie hat der auf dich so gewirkt? Weil das mit Lukas, davon habe ich nie was erfahren. Ich kannte, wusste, dass ich ihn Lukas als Kumpel von der Schule hatte. Man hat gemerkt, dass die Eltern ihn beschuldigt haben, hat ihn sehr mitgenommen. Das hat man für mich, und diese Charakterzüge, was dann die Mutter da gesagt hat, wegen dem Streit und so, waren halt typisch die Mutter. Dieses Übertreiben wieder. Das hat mir, also deswegen muss, die hat natürlich nichts damit zu tun gehabt und schon alleine wie, der hat ja auch selber gesagt, das hat ihn mitgenommen und es ist halt ein schlechter Zeitpunkt gewesen, dass es kurz vorm Verschwinden war. Und es war ja auch nur so ein Zickenstreit wie bei mir oder und Rebecca, es war halt nur von Junge zu Mädchen. Genau. Da ist auch nichts mit dem, also. Okay. Die Eltern haben das wahrscheinlich einfach mal, weil es halt kurz davor ist, so übertrieben dann aus dem Fenster geworfen. Aber das wurde auch nur einmal erwähnt, glaube ich, genau. Und dann kam es nicht mehr, weil er da bestimmt dann da was. Also was ich jetzt an der Doku sagen konnte, der wirkte jetzt eigentlich auch ziemlich brav. Ja. Also kann man zwar nie von außen so sagen, aber der wirkte jetzt nicht so, als wenn er jetzt dahinter steckt. Aber was mich nochmal interessieren würde, es gab ja so viel Berichterstattung, auch der YouTuber Jero, das ist ja auch so ein großer Kanal, der hatte ja ein Interview mit der Mutter. Ja. Hast du das gesehen und wie wirkte das auf dich? Weil irgendwie kam mir das so ein bisschen so vor, als sei das auch sehr abgesteckt, was er fragen darf. Das kritisieren ja viele. Mhm. Das ist ja auch total gut abgegangen auf YouTube, aber man hatte sich damals so ein bisschen geärgert, dass er nicht so ein bisschen mehr Fragen stellt, ein bisschen kritischer. Das Interview ist von Sommer 2019, oder? Genau. Das habe ich genommen, Sommer 2019 zuletzt angeguckt und kann mich nicht mehr so okay. die Details erinnern. Nicht schlimm. Das waren Fragen, welche weiß ich nicht mehr, ehrlich. Okay. Also, ja, kann ich wirklich. Das muss ich mir auf jeden Fall nochmal angucken. Nee, kein Problem. Ja, das Interview habe ich auch gesehen. Ich fand es auch ziemlich. Ja, ich will jetzt keinen anderen YouTuber da irgendwie angehen. Ja. Nee, aber der hat auch aufgehört. Also, ach, hat aufgehört? Der macht gar nichts mehr. Also der hat sich zurückgezogen. Hat er ist jetzt in Dubai ich genügend weiß nicht, Geld was er verdient? Der hat eigentlich einen Fußballkanal, so wie wir auch. Den Team Evil, den hat er noch relativ aktiv bis vor einem Jahr gemacht. Jetzt aber auch sehr selten noch was hochgeladen. Und den großen Jero-Kanal hat er gelassen, weil er nicht mehr in der Öffentlichkeit stehen will, da wurde sich wirklich so zurückgezogen. Aber ich vermute auch, dass der ausgesorgt haben dürfte. Aber hat er gelassen? Den hat er jetzt komplett gelassen. Also man kann die Videos noch schauen, aber er macht keinen Content mehr seit 3 Jahren. Gut, aber durch die Aufrufe der alten. Ja, verdient man auch ordentlich. Also der dürfte auch ausgesorgt haben. Der hat wirklich kriegt auch noch was dazu bestimmt, 5 bis 10 Jahre gut durchgezogen. Und dann halt der Fußballkanal hat alleine auch 300.000. Sein Großer hat ja fast 2 Millionen. Abos gehabt. Aber warum? Wie gesagt, ich will jetzt nicht irgendwie, aber da war für mich nie irgendwas Besonderes. Weißt du, wie ich meine? Zur richtigen Zeit am richtigen Ort und der hatte halt eine sehr prägnante Stimme, die viele gemocht haben. Der hat ja auch so Sachen eingesprochen und sehr mystische Sachen und das war halt für viele so der Thrill hinter Creepypasta Punch und alle, die in dieser Bubble da unterwegs sind. Das war teilweise sehr im Hype, so zwischen 2014 bis 2019 haben die wirklich teilweise 3, 4, 5 Millionen Klicks gemacht pro Video und deswegen sind die auch enorm gewachsen, also da kenne ich einige Mythenakte und da gab es ganz viele, die halt immer diese True-Crime-Geschichten oder auch mystische Sachen besprochen haben und das Rebecca-Rolsch-Thema war bei ihm halt auch sehr erfolgreich damals. Aber leider macht er nichts mehr. Also ich fand ihn eigentlich immer sehr interessant, muss ich sagen. Ich mochte ihn auch so vom Sprechen her. Aber jetzt macht er nur noch seinen Kanal, seinen Fußballkanal, aber auch nur selten. So alle paar Monate mal was. Ich kannte ihn gar nicht davor, bevor das Interview kam. Ja. Also hat mir davor der Name nichts gesagt. Aber ich war auf YouTube gar nicht mehr unterwegs so viel. Ja, hast du noch? Nee, eigentlich, wir haben ja schon ziemlich viel gefragt. Ja. Jetzt, möchtest du noch irgendwie zum Abschluss was sagen?
Also mir fällt jetzt nichts mehr ein, was ich noch zum Thema Rebecca sagen kann, aber ich bin froh, dass ich hier sein konnte. Auch wenn ich jetzt nicht die engste Freundin bin oder so, hoffe ich, dass ich irgendwie ein bisschen so weiterhelfen konnte, mehr Klarsicht bringen konnte. Ich bin ein bisschen aufgeregt gewesen, aber natürlich auch, weil es mein erstes Interview so war. Aber ich bedanke mich an Bernie und David, dass die mich für das Interview eingeladen haben. Genau, und bin froh, dass ich hier sein konnte. Also wir müssen uns bei dir bedanken, ja, nicht du bei uns. Das wäre, also wirklich, Katharina, ganz, ganz lieben Dank, dass du extra die Berlin nicht kennen. Die Dimensionen, das mal ein bisschen zu verdeutlichen. Sie wohnt in Rodo, da wo auch Rebecca gewohnt hat. Und wenn man von Spandau einmal nach Rodo runterfährt, gut, man kann mit der U7 durchfahren, aber trotzdem sind es fast 40 Kilometer, ja, von Spandau nach, also einmal kreuz durch Berlin, ja, quer durch Berlin. Und deswegen ganz, ganz lieben Dank, dass du heute hierher gekommen bist. Freut mich. Kann ich noch ganz kurz was sagen? Ja, natürlich. Es ist ja ein Vermisstenfall und ich habe ein bisschen mitbekommen, dass es Leute gibt, die halt so ein bisschen Hate verbreiten über den Fall oder Gerüchte verbreiten. Es ist ein Vermisstenfall, Leute. Vielleicht tut ihr euch einfach alle zusammen, anstatt so ein bisschen so, ach, so, du sagst das falsch, habe ich auch in Bernies Chat mitbekommen, dass da Leute so manchmal gegenseitig streiten. Macht das nicht. Denkt daran, es geht um Rebecca, die es vermisst. Tut euch lieber zusammen, anstatt eine Person oder andere fertig zu machen, wegen einem Denken, was sie haben, weil die vielleicht nicht so informiert sind über den Fall. Immerhin wollen die alle helfen und erzählt nicht irgendwelche Gerüchte oder irgendwie über Leute, die Rebecca kennen, oder über andere, über die sich damit befassen. Seid einfach in dem Fall nicht positiv denken, aber auf keinen Streit und Hate raus. Und genau, das wollte ich nochmal erwähnen, weil unser Ziel ist ja, dass Rebecca gefunden wird. Ja, und das ist das einzige Wichtige, genau. Ja, ich kann mich auch noch mal zum Schluss bei dir bedanken. Hast du wirklich toll gemacht. Ich fand auch nicht, dass du jetzt aufgeregt gewirkt hast. Also jeder verspricht sich mal, ich hatte hier bestimmt auch 3-4 Hassblatt drin. Das ist überhaupt nicht schlimm. Erstmal vielen lieben Dank an dich. Dann danke auch an Bernie für diese sehr professionelle Art, hier das aufzunehmen. Das ist auch für mich das erste Mal gewesen. Wenn wir jetzt auch irgendwas nicht so toll gemacht haben und ihr das jetzt theoretisch besser hätte machen können, ist das auch eure Meinung. Ihr könnt gerne Kritik unten reinschreiben. Bleibt aber bitte sachlich. Geht zum Bernie rüber. Abonniert ihn. Er macht eine tolle Show. Ja? Und ich bin ja auch mal live vor dem PC und verfolgt das mit. Und wir werden hoffentlich dann auch in Zukunft hier noch weiterhin zusammenarbeiten. Und ich kann mich nur bedanken, nochmal bei dir und auch bei Bernie.